Hallo Leute, ja, mir ist jetzt letztens was Cooles passiert, was mir noch bisher noch nie passiert ist. Nämlich, ich habe versucht, einen Pump Drill zu bauen, so ein Ding da. Das hat ja nicht so gut funktioniert, da habe ich so gedacht, oh, ich nehme lieber die Hand dazu, das geht ja besser noch als das. Erstaunlicherweise hat es dann sogar funktioniert. Nämlich, was jetzt hier ist, ne, das ist einfach hier so ein Haselstock. Und wie ihr wisst, sind die ganzen Handdrill-Spindeln normalerweise ja hohl. Was denn alles hohl? Distel, Beifuß, Goldrute, Holunder. Ja, alle Spindeln sind normalerweise ja hohl innen drin, damit man ja genug Reibung und Hitze erzeugen kann. Nämlich auf dieser größeren Fläche braucht man halt viel mehr Druck, um hier eine Glut zu erzeugen. Und ja, es hat funktioniert, es hat mich selbst gewundert. Ich hatte schon mal früher als probiert mit so Haselspindeln und die waren noch dünner und mit denen hat es nicht geklappt. Ja, die Spindel, die ist eigentlich wie für den Bowdrill, bloß ist die hier ja länger, aber ansonsten von der Dicke her, die wäre gut für den Bowdrill geeignet. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Okay, ihr seht, ich habe hier Glut schon. Jetzt machen wir wieder Zauberpulver drauf. Und Feuer. Ja, ihr seht, es hat geklappt. Und ja, es gibt vor allem irgendwie mit dem Stock gibt es immer schnell Blasen. Ich hatte schon vorher auch welche und normalerweise kriege ich gar keine mehr, aber mit dem Ding, das kriege ich schon welche, vor allem da der ja eine größere Auflagefläche hier unten hat, muss ich bei dem immens nach unten drücken. Also ich muss so viel da drücken, wie es nur geht eigentlich. Der Druck ist hier ausschlaggebend. Und ja, das ist ziemlich anstrengend, sag ich euch. Aber ja, ich finde es ganz interessant, dass es jetzt auch mit so ganz normalen Stöcken eigentlich geht. Und ich werde mir ein bisschen weiter experimentieren damit. Nämlich, es wäre schon cool, wenn man jetzt ganz auf die spezielle Auswahl von irgendwelchen Materialien verzichten kann. Oder nämlich so Haselnuss, der wächst ja ziemlich überall. Und da findet man auch immer gute trockene Stücke. Und ja, das wäre echt besser, anstatt immer irgendwie Beifuß, Distel oder Holunder zu suchen. Einfach irgendeinen Haselstock zu nehmen und dann kann es losgehen. Ja, ich habe das Ding jetzt hier mit einem Seil am Baum aufgehangen. Nämlich, ich habe jetzt schon 5 Beine von dem Teil hier. Ja, abgeworfen mit der Axt und sind dann irgendwann halt abgebrochen. Wenn man das Teil halt mit dickeren Stöcken bauen würde, wäre es wahrscheinlich stabiler, aber ich hatte gerade den Vorteil, habe ich vorher nicht dran gedacht, dass ich hier den Baum habe, dann kann ich es einfach aufhängen und ich kann es dann auch hier so ein bisschen drehen und dann kann ich, ja, das ist dann halt schwieriger ein bisschen, mehr Schwierigkeit und ja, mit dem Axtwerfen klappt es jetzt schon besser.
Ja, ich hatte jetzt echt Glück. Ich habe es jetzt schon öfters probiert. Der letzte Wurf hat jetzt endlich mal gesessen. Also er war von ganz weit hinten. Das ist das erste Mal, dass ich geschafft habe von da hinten. Und ja, das war's dann auch. Danke fürs Zuschauen. Bis jetzt dann wieder im nächsten Video. Tschüss.